Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Theaterfreunde, als Vorsitzender des NRW-Kultursekretariates Wuppertal freue ich mich, Sie zur Eröffnung des Impulse-Festivals 2011 begrüßen zu können. Und als Kölner Kulturdezernent bin ich froh darüber, dass Köln gemeinsam mit Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr und Bochum wieder eine der vier gastgebenden Städte dieses wohl bedeutendsten Festival des freien Theaters im deutschsprachigen Raum sein kann. In diesem Jahr existiert das Impulse-Festival 20 Jahre. So wundert es nicht, dass die Impulse inzwischen zum festen Bestandteil des Kölner Kulturkalenders gehören und jedes Mal völlig zu Recht die Erwartung wecken, hier die interessantesten neuen, mitunter auch kontroversen Theatermacher aus dem deutschsprachigen Raum und seit einigen Jahren auch darüber hinaus in Köln zu Gast zu haben. Somit ist das Festival für das Publikum und für die lokalen Szenen in den beteiligten Städten gleichermaßen bedeutsam. Mit vielen seiner stärksten Produktionen hat das Festival immer wieder Maßstäbe für die freie Theaterarbeit aufzeigen sowie Anregungen für die Arbeit der Stadt- und Staatstheater geben können. Inzwischen sehr prominente Vertreter aus der freien Szene wie René Polesch, Rimini Protokoll oder Shishi Pop sind heute nicht nur regelmäßig auch in städtischen Bühnen zu sehen, sie sind eben auch Entdeckungen früherer Impulse-Festivaljahre. Mit gleich zwei in dieser Gruppen wird es im diesjährigen Festival ein Wiedersehen geben. Mit der Übernahme der künstlerischen Leitung durch Tom Stromberg und Matthias von Harz im Jahr 2007 wurden die Impulse auf einen zweijährigen Rhythmus umgestellt und haben sich gleichzeitig stark verändert. Denn die beiden künstlerischen Leiter haben von Anfang an sehr viel stärker auf die Internationalisierung der freien Theaterarbeit gesetzt und das Interesse eines internationalen Fachpublikums an den Festivals Produktionen zu wecken versucht. Heute ist mit über 50 internationalen Gästen das Interesse an den hier gezeigten freien Produktionen größer denn je. Aber auch die Arbeitsweise vieler Theatergruppen ist heute stärker international geprägt als in früheren Jahren. Dies findet seinen Niederschlag auch darin, dass gleich drei der Wettbewerbsstücke internationale Koproduktionen sind. So zum Beispiel die Produktion der finnisch-deutschen Theatergruppe Nia Rampen, die mit Comte d'Amour einen Wettbewerbsbeitrag stellen, der mit der Studiobühne Köln koproduziert wurde. Wie immer hat die Jury mehrere hundert Produktionen gesichtet und dabei eine beeindruckende Bandbreite freier Theaterarbeit aufgespürt. Die Auswahl 2011 kann davon natürlich nur einen Teil abbilden. Sie reicht jedoch von einer großen Musiktheaterproduktion über dokumentarische Theaterformen, Performancekonzerte bis hin zu einer Tanzinstallation und wird ergänzt von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Partys und Gesprächen. Ich hoffe, all dies wird auf ein großes Interesse unseres Publikums stoßen und hoffe, dass es angeregte Diskussionen über das Gesehene geben wird und dass die Teilnahme am Festival sich für die eingeladenen Gruppen positiv auswirkt. Den künstlerischen Leitern Matthias von Harz und Tom Stromberg sowie den Jurymitgliedern möchte ich herzlich danken für die große Arbeit, die sie geleistet haben und für die gute Zusammenarbeit mit dem veranstaltenden NRW-Kultursekretariat und den Städten. Ich wünsche den Impulsen 2011 viel Erfolg.